sie abgegeben. Ich hatte keine Zeit mehr. Sag doch, mein Inventar war voll. Achso. Schatzkeks. Vielleicht steht der Ofen ja noch. Und morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Tanz der Mondlichtquallen. Die Festivität findet am Strand statt. Beginnt zwischen 22 und 0 Uhr. Sei rechtzeitig da. Ein bisschen extra Glück habe ich heute auch. So. Okay, Eine so blöde Frage. Hast du den Ofen jetzt genommen? Nee. Ja, dann ist er weg. Silo müsstest du noch kaufen, gell? Oder ich? Was soll ich kaufen? Silo will ich noch kaufen. Ich habe gerade das Zeug noch. Ich habe bloß... Der Zeit war nicht mehr... Die war nicht mehr da. Die gute Dame. Also die kann eh nur eins bauen gleichzeitig, ne? Das kann sein. Aber kann sie dann für mich auch eins bauen? Keine Ahnung. Wie beim Schmied? Soll ich dann vielleicht gehen? Ich pack mal die Sachen wieder hier rein. Das ist hier gewesen und das und das und das. Na, die Baumaterialien. Die habe ich gar nicht weg. Nee, die habe ich reingetan wieder. Ja, aber von wo? Hä? Ich hatte die in meinem Inventar, ich habe die wieder in das Dingens getan. Achso. dann gehe ich jetzt mal zu ihr. Was brauchen wir für das Silo? Lehm, Kupferbarren und ich glaube Holz und 100 Gold. Lehm, Kupferbarren, Holz. Lehm. Wie viele Kupferbarren denn? Nimm einfach alle mit, die wir haben. Kupferbarren. Sicherheitshalber? Ja, hätte sein können, dass wir mehr brauchen, als die da sind, weil dann hätte ich gar nicht erst hochgehen müssen. Ich weiß es nicht genau, ich glaube maximal 5. Okay, wenn nicht sogar nur ein, ich weiß es gerade nicht. Dann gehe ich jetzt mal von dannen. Oh, wir haben doch Tomate. Wir haben eine Tomate angebaut. Ernsthaft? Genau eine Tomate pro Tag, oder? Ich glaube ja. Ich gebe sie gleich ab. Nee, wir haben sogar noch mehr Tomaten angebaut. Wir haben aber nur eine angebaut, weil wir wahrscheinlich durch die Mischsaat eine Tomate haben. Wir haben drei Tomaten, habe ich gerade gefunden. Also das ist wahrscheinlich Mischsaat, ja. Sehr geil. Glück gehabt. Die Inventar voll. Robin ist bei uns am Arbeiten, die ist nicht bei sich auf der Arbeit. Sag ich ja, die kann nur immer eins gleichzeitig bauen. Das geht dann wohl doch nicht. Ich denke, die man aufheben kann. Was ist denn eine Golddingens, das blinkt? Wir haben einen Sommerschmuck, das hat einen Goldstern, der blinkt. Also der ist animiert, im Gegensatz zu den anderen, die Standard. Das will ich mir angucken, das habe ich noch nicht gesehen. Habe ich oben in die Dingens-Truhe getan. Ich habe keine Ahnung. Ich hab das Im Übrigen weißt du zum Teil erstaunlich viele Antworten dafür, dass du doch angeblich gewartet hast, dass wir zusammenspielen. Jetzt verstehe ich nicht, worauf du hinaus willst. Mir ist das letztens beim Schneiden so aufgefallen, immer wenn man dich irgendwas fragte, hast du zum Teil Antworten. Und mir hast du vorgeworfen, ich habe nichts nachgeschaut. Ich habe nichts nachgeschaut. Aber du spielst doch nicht gerade zum ersten Mal Stardew. Ich habe ungefähr eine Stunde Solo gespielt, seitdem wir angefangen haben. Und das letzte Mal vor 3 Jahren oder so. Ja, siehst du, dann bist du in etwa auf einem ähnlichen Stand wie ich. Ja, aber ich habe auch nur ein Jahr gespielt, nicht 3 Jahre. Ja. Sondern vor 3 Jahren. Wir müssen hier weiter ernten noch, ne? Jetzt erstmal mein Zeug ab. Ich habe noch mehr von den blinkenden Goldsternen, aber die habe ich alle nur bei einem Sommerschmuck. Kann es sein, dass es so ein Schmuckding ist, dass es dann besonders wertvoll ist, wenn es Gold ist? Tatsächlich auch beim Mohn, da blinkt es auch. Ja, das ist alles, was Blumen. Oh Gott, wir haben ein paar mehr Tomaten angebaut. Ja, sehr schön. Ist doch super. Komm mal hier runter und wir haben gedacht, wir haben die Tomaten vergessen. Ja, aber dass die jetzt erst so spät fertig werden? Ja, die kannst du halt mehrfach ernten eigentlich. Ja, yeah, eigentlich braucht man die auch. Ja, okay, ich sehe schon, wir haben es nicht vergessen. Sehr gut. Brauchst du Hilfe beim Gießen? Wenn du die Tomaten nochmal ernten willst, dann ja. Ich weiß gar nicht, ob die dann bis morgen nochmal reif sind. Weiß ich auch nicht. Okay. Ich ernte erstmal die ganzen Quatsch. Gib mir jetzt irgendwelche Goldsternblümchen auf. Ja, ein paar. Aber nicht alle, also ich heb jetzt keine auf. Ich also die Silbersachen packe ich auf jeden Fall weg. Radieschen brauchen wir auch nicht. Silberstern-Tomaten brauchen wir auch nicht. Oh, nee, falsche Truhe. Oh, da ist er, ja. Oh Gott, dann, ja. Was war das für ein Geräusch? Da ist jemand im Discord hinzugekommen. Ich schicke dir gleich den Einladungscode. Ja. Wir haben 43 Tomaten, ja. Ich dachte 43.000. Oh, nee, das ist das falsche Copy and Paste. Gibt's ein richtiges, was ist ein falsches Copy and Paste?
Ich hatte noch was anderes im Zwischenspeicher als den Links. Das heißt, du für böse Sachen wieder im Zwischenspeicher, ne? Porno-Links. Ja. Ich weiß, kann ich mir vorstellen, dass du das hast. Dutzende davon. Deswegen bist du auch so spät gekommen, ne? War ein schlechter Porno. Einen schlechten Porno schaue ich mir nicht zu Ende an, dann wechsle ich halt. Ja, aber das dauert halt dann länger, ne? Wenn du nochmal neu anfangen musst, hat die Zeitplan nicht mehr gepasst. So, ich mache mir über die Truhen mehr Gedanken, wenn dann Herbst ist. Ganz viel. Und wir müssen morgen unbedingt Mais anbauen. Kauft jemand noch Mais? Jetzt ist es zu spät. Nope. Aber das geht doch erst 22 Uhr los, das Festival. Ja, aber dann an Festivaltagen haben doch meistens die Läden zu. Könnte natürlich sein, denn haben wir Pech gehabt. Kannst du nicht schon so einen scheiß Samengenerator bauen? Nicht, dass ich wüsste. Ein was? Ein Samengenerator. Oh Mann, Felix. Oh, wir brauchen auch noch Melonen und Blaubeeren, die haben auch nicht abgegeben hier fürs Sommerbündel. Melonen und Blaubeeren. Aber Felix, heute bist du irgendwie wieder leise. Hast du dein Mikrofon weiter weggemacht? Nö, ich spreche vielleicht ein bisschen leise, weil ich bin 13 Uhr aufgestanden. Nach das ist eine gute Stunden Zeit. Nach wie viel Schlaf? 5 Stunden Schlaf. Das hast du die ganze Nacht gemacht? Ich war auf Nachtschicht, Benni. Ach so. Ich wollte schon böse Sachen sagen. Darf ich etwa nicht mehr auf Arbeit? Nee. Das ist verboten. Es soll Menschen geben, die müssen tatsächlich Geld verdienen. Ey, ich habe heute auch Geld verdient, das tut man nicht so. Achso, dann soll ich das ja auch noch bauen hier zum Bierdingensen. Das ist nicht Insektengehörner, aber ist okay. Doch? Nein, das Käferfleisch. Oh, das schaffe ich gar nicht mehr. Wenn man halt nicht auf die Uhr guckt. Haben wir jetzt alles gegossen? Glaube. Nicht ganz. Wir haben auch nicht alles geerntet. Die Harz lasst dann am besten mal drin, damit wir dann den Qualität herstellen können. Wenn ich dann aber schon hier bleiben muss, kann ich noch Dingens herstellen. Ich mache jetzt eingelegte Melonen. Jede Menge. Wir haben so ein tonnenweise Melonen. Ich glaube, ich brauche Holz, Kupferbahn, Eisenbahn, Eichenharz. Kupferbahn hast du? Ja, denk an die Zeit. Bin schon auf dem Weg. In uns Wunsch. Ich lieg im Bett. Lumi, kannst du mir dann die Kupferbahn noch einen abgeben? Oder hast du die wieder irgendwo hingeschmissen, wo man es nicht mehr findet? Wahrscheinlich zweiteres. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie nicht. Hör auf, die Sachen in den Müll zu werfen, ja? Ich hab die bestimmt nicht weggeworfen, zumindest nicht absichtlich. Das andere ist auch verschwunden, die Blaubeeren, ja? Nicht absichtlich. Wie kann man etwas nicht absichtlich? Die Königin der Soßen. Grüße, ich bin jetzt die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht diese Woche ist Brot. Wow. Brote zu backen kann eine sehr komplexe Kunst sein, aber ich mache es einfach für dich. Die wichtigste Zutat ist natürlich Mehl. Aber bevor wir uns um den Teig kümmern, müssen wir unsere Hefe aktivieren. Sie bevorzugt warmes Wasser und etwas, woran sie sich nähern kann. Ich benutze hier einfach Zucker. Aber Honig oder Ahornsirup geht auch. Du hast dein Brot macht. Ich habe die Geister sind heute gut drauf. In die Baumaterialienkiste geworfen. Die Kupferbahn. Papa schickt mir. Nice. Ich weiß, du bist mit der Farm beschäftigt und kannst mich deswegen nicht besuchen. Wir haben ja noch ein paar Blaubeeren. Du arbeitest so hart. Mach so weiter und du kannst alles schaffen. Alles liebe Papa. Bess, ich habe dir ein paar Qualitätssteine beigelegt. Qualitätssteine? Geil. Steine halt. Oh. Heute Nacht um 22 Uhr. Ach ja, die Quallen. Benni? Ja. Benni, wo tust du dein... Ich habe hier 4 Blaubeeren, oder mal. Blaubeeren gehören eigentlich hier rein. Oder besser rechts oben. Wir haben hier oben, hat Lumi was gemacht. Guck mal. Hier. Da ist die Frühlingstruhe und da ist die Sommertruhe. Mit Schildern. Ich hab's sogar letztens. Und rechts kommt Saatgut rein, wenn wir welches übrig haben. Und eine Winterwurzel? Die Winterwurzel ist noch. Ja, die kann ich ja vor allen Dingen essen. Und ich gehe jetzt in die Mine, um uns Insektenbla zu besorgen. Und ich gehe dann erstmal die Geoden aufbrechen. Guck mal, ob überhaupt offen ist. Wenn offen ist, können wir noch Mais kaufen. Aber ich glaube nicht, dass offen ist. Wegen dem Fest heute.
Ja, das ist aber erst 22 Uhr abends. Ja, aber das ist ja egal. Nee, sind die Läden offen. Hallo Ben, wie laufen die Dinge so? Du musst wohl ein Vermögen mit deinem Hof verdienen. Vergiss deine liebe alte Mutter nicht, wenn du Millionär wirst. Alles liebe Mama. PS, genieß den Kuchen. Ich habe eine pinke Torte bekommen. Das Kuchen. Dann kauft aber noch Dings. Ja, wie viel? Ich bin ja eher im Mais, Geschäft, also. Mais, ganz viel Mais. Nicht über 50. Nicht über 50, ja. So viel, dass wir es halt auch noch gepflanzt kriegen. Ja, ich gehe erst die Geoden aufbrechen und dann gehe ich flugs in den flugs. Kaufmarkt. Flugs. Na, das brauchen wir alles nicht. Und das kann ich zurücklegen. Ja, ach so, meine Stahlspitzhacke habe ich gerade bekommen. Sehr gut. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Du wolltest ja letztes Mal noch unbedingt. Ja, ich hab gerade so nachgedacht, scheiße, wo ist meine Spitzhacke hin? Oh, 3 Steine in der ersten Geode, yeah. Möchtet ihr auch ein Bierherstellungsfass in euer Haus haben? Nee, das kannst du draußen hinstellen. Schlinge, ich habe ein paar mehr gemacht, deswegen. Wo soll denn die Batterie hin? Draußen in eine Reihe, dann kann man einmal so flup, flup, flup. Du brauchst kein Bier nehmen, du kannst auch einfach Obst nehmen. Ja, ich weiß schon, aber ich wollte wissen, wo ihr das hinhaben wollt. Darum ging's mach mir. Leckere Fruchtsäfte für uns. Alkoholische Fruchtsäfte meinst du? Wein. Natürlich. Ein kleines bisschen der Musik von dem Spiel lauter machen. Wenn ich Musik hätte, würde ich das auch tun. Oh. Ja, du kannst ja Musik haben. Bei mir ist die Musik aus inzwischen. Die geht mir bloß einmal so kurz an, dann läuft das Lied durch und dann ist weg. Okay. Das ist bei mir auch so. Ja, und wenn du in einen Dungeon oder so gehst, was spannend. Ja, wenn ich die Bild wechsle, dann ist es wieder da, ja. Aber das habe ich gerade nicht vor. Hin und wieder mal, ja. Aber ich höre auch vergleichsweise echt wenig Musik. Aber das ist bei dem Spiel so. Eigentlich ein bisschen schade sogar, finde ich. Ja, noch mehr. Ich mag die Musik eigentlich voll. Jetzt habe ich Musik. Schön. Wir könnten Musik auch, aber wenn sie dauerhaft wäre, wäre sie vielleicht nervig. Das sind ja nicht so viele verschiedene Melodien. Das stimmt. Achso, ich kann ja noch einen Blitzableiter bauen, ne? Das haben wir immer noch nicht gemacht. Ja, Blitzableiter sind wichtig. Da kriegen wir die Batterien. Gucken wir eigentlich, geht jemand ab und zu Mittwoch und Freitag und Samstag runter zu dem verrückten Händler da? Welchen verrückten Händler? Da gibt's, wenn du links nach unten gehst. Du meinst den Schweinezirkus? Nee. Nee, ja, der mit dem Schwein, aber nicht den Schweinezirkus. Ja, das ist doch der Schweinezirkus, den habe ich nur so getauft. Achso. Ich glaube, ich das Gleiche. Ja, deswegen ja. Deswegen sage ich es ja. Ich habe da ab und an mal geguckt, aber ich guck da nie. Kauf mal 50 maximal, wie gesagt. So, bin ich komplett. Und Sonnenblumen. Ja, ihr könnt übrigens mit der Shift-Taste. Ach nee, du kannst 50 Mais und 50 Sonnenblumen kaufen, weil wir können beides ja auch noch im Herbst anbauen. Das ist nicht so schlimm, wenn wir davon zu viel haben, dass wir es heute nicht mehr schaffen. Wir brauchen Pfirsiche und Kirschen für das Handwerkerding oder Käse. Ja. Und Äpfel. Wir brauchen einen Apfelbaum. Wir brauchen einen Apfelbaum. Dann zäunt den auch bitte ein, dass du den einer aus Versehen abholst. Bis jetzt hat das nur mit der anderen Sache auch noch keiner gemacht. Abholzen. Apfelsetzling kostet 4000. Kirschensetzling kostet 3,4 und Aprikosen kostet 2000. Da könnte ich jetzt Ich glaube, Aprikosen und einen 6000er haben wir schon. Es sind schon zwei gepflanzt. Apfel glaube ich nicht. Dann kauf auf jeden Fall noch einen Apfel. Den brauchen wir auch für glaube ich Ding. Nicht. So, und jetzt nagel mich aber nicht drauf. Finde ich hier Sonnenblumen? Mais, Hopfen, Sommer, Schmucksaat, Mohnsaat, Radieschensaat, Weizensaat. Ich habe doch gerade noch Sonnenblumen gesehen. Links. In dem Orangen. Links. Keine Saat außer Mais und Sonnenblumen. Sonnenblumen gibt es nicht. Dann nur Mais. Ich habe jetzt 50, wir haben 16.000 noch. Ich kann nur noch einen anderen Baum holen. Wir haben aber Sonnenblumen schon. Achso, du wirst Sonnenblumen im Herbst, deswegen. Weil du gesagt hast, der Wechsel würde einen Schub bringen. Es gibt noch Granatapfelsetzling, ein Pfirsichsetzling, Orangensetzling. Die ganzen Silbersternsachen schmeiße ich jetzt weg. Ja. Und Aprikosensetzling. Ich weiß nicht, was der Ben schon gekauft hat. Der Ben hat die Bäume gekauft. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ein 6000er und ein 2000er.
Bin ich relativ sicher. Kauf keine Bäume mehr, lass gut sein. Dann war es entweder ein Pfirsich- oder Granatapfelsetzling. Morgen ist sowieso der nächste. Ich glaube, Pfirsich haben wir schon gekauft. Das ist, glaube ich, das, was ich schon gekauft habe. Weil wir das dachten, das brauchen wir für irgendwas. Brauchen wir tatsächlich sogar. Wir brauchen. Na, dann kann ich ja noch einen Kirschensetzling holen. Kannst du machen. Kirsche haben wir auf jeden Fall nicht. Bin ich mir relativ sicher. Ja, aber dann lass gut sein, weil wir brauchen noch Geld. Wir haben ja noch 13.000. Was kostet eigentlich der nächste Rucksack? Gleich mal gucken. 20.000. Hast du schon geguckt? Oder 25? 25. Ey, hä? Rucksackverbesserung, 36 Plätze, 10.000. Ach ja, nice. Kauf jetzt nicht, den kaufen wir in der Mitte vom, von der Jahre. Brauch ich das an? Geht doch, wo hat denn der 25.000 gekostet? Also der Junge mal geändert? Ja, wahrscheinlich kostet das. Im Mehrspielermodus weniger. Das wäre ja Quatsch, verdienst ja viel mehr. Ja. Das wäre Quatsch, aber das ist ja egal. Vielleicht runden die den Preis runter, wenn du weniger Geld hast. Aber wir haben ja mehr Geld. Und nicht weniger. Also ich hatte am Ende vom Sommer nicht über 20.000 mal eben auf der Bank. Ich hatte auch ähnlich viel. Also so ist es nicht. Du kannst auch als Singleplayer das machen. Also dann habe ich halt zu entspannt gespielt. Ich muss am Anfang wirklich sehr viel diese Quests machen und diese Minenscheiße erledigen. Was sind das hier für Wege zwischendurch? Weil wer hat denn die beschlossen? Lumi. Lumi, das ist Quatsch. Das sieht schön aus. Das ist egal, das nimmt nur Platz weg. Und guck mal, wie viel Schachtel. So, ich mache jetzt Bier, ja. Du kannst es ja im Herbst anders machen. Ich habe es jetzt für den Sommer gemacht, dann macht ihr es eben für den Herbst. Ich habe Bier gebraut. Okay. Vor allen Dingen alles durcheinander. Benni, ich tue jetzt einfach dir die Saat geben, du pflanzt das an. Ja. Saatgut rechts oben, ne? Ich habe nicht mehr so viel Zeit, gell? Ja, also wir pflanzen es eh nicht mehr für den jetzt. Achso, wegen Mais meint ihr, ne? Ja. Achso, ne, dann hättest du in die Saatgutkiste packen können, ne? Was sind die Saatgutkisten? Rechts. Ganz rechts, die extra steht. Aber jetzt tu da rein und ich nehm's mir raus. Achso, jetzt machst du es doch. Ja. Umstände halber abzugeben. Achso. Miau. Achso, du kannst mir aber noch düngen vorher. Trotzdem. Ja. Wie wär's? Hier ist noch Dünger drin. Oh. Standarddünger meinst du? Ja, ja. Miau. Was ist denn los, Kira? Ups. Überall, wo hier Platz ist, kannst du einfach hau rein. Ups. Hier hast du aber noch Sachen ausgelassen. Also hier kann ich nicht düngen, hier kann ich nicht düngen. Und hier die beiden, wo ich draufstehe, eigentlich auch, oder? Ach nee, das ist der Geschwindwachsdünger, oder? Hier, wo ich gerade draufstehe. Den sieht man so schlecht, ja. Hier kann ich auch nicht. Okay, dann ist das schon, dann packe ich da gleich Zeug drauf. Den sieht man halt echt kacke. Der ist schon, den sollten wir wieder benutzen für Dings, für Sachen, die man mehrmals ernten kann, so ganz am Anfang von mir. Aber dann hast du halt weniger Gold, weil es halt nur häufiger. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch Geschwindwachstünger haben, tatsächlich. Gut. Chip. Oh, das wird knapp. Moment, wir müssen noch 22 Uhr noch Dingens machen, ne? Müssen wir noch hin. Fest. Geht's auch gleich los. 29 Krebsfleisch. Krebsfleisch. Du brauchst nicht die Sachen gießen, wo nichts ist. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich in der Tat gar nicht. Hm, was? Du hast gerade Sachen gegossen, wo noch nichts gepflanzt ist. Das meinte ich, brauchst du nicht machen. Ja, das hier. Ist doch egal, ob du das pflanzt. Geh mal weg. Ob du das pflanzt und ich nachher da Wasser drauf tue oder. Ist ja total ballerballer. Ja, ich dachte. Ja, also hier mehr kann ich nicht. Ich hab nur noch die Setzlinge. Kommt ihr jetzt langsam mit runter? Ja, ich bin auf dem Weg gleich. Ich mach nur den Setzling hier oben hin. Muss ich irgendwie noch vielleicht was ablegen oder so? Ja, ne? Keine Ahnung, was man mitnehmen kann. Naja, man soll ja auf jeden Fall nicht so viel Scheiß dabei haben. Oh, unser Pfirsich-Ding ist schon fertig. Ha, ich habe schon erst den Pfirsich geholt. Schön, Danny. So, die heutige Fatsche wird gerade vorbereitet. Muss nur 20 Minuten warten. Was, welche Fatsche? Die heutige Veranstaltung wird vorbereitet. Also, ich habe Fatsche verstanden. Fatsche. Das ist auch so eine Fatsche. Da ging's los. Ich bin gleich auf dem Weg. Ich warte. Ich komme. Ich habe jetzt zwar noch ein bisschen was im Inventar, aber scheiß drauf, ich komme.
Ich habe auch das Inventar voll. Ich komme direkt von der Mine runter. Es gibt ja Leute, die müssen Felix arbeiten doch? Vor so Veranstaltungen. Bist du auch auf dem Weg, Felix? Ja. Sehr gut. Oh Gott, ich habe so Lust auf Schokolade. Dann sage ich mal nicht, was ich mir jetzt das letzte Mal gekauft habe, wo ich einkaufen war. Milka-Schokolade, Riesenpackung und 300 Gramm, wenn ich weiß. Tatsächlich habe ich mir Muffins gekauft mit Schokolade drin. Das ist nicht schlimm. Auf Muffins habe ich keine Lust. Ich habe Lust auf Schokolade. Nee, pure Schokolade habe ich, glaube ich, nicht gekauft tatsächlich. Ey, wo müssen wir? Ja, doch, wir müssen hier genau hier runter. Felix, komm. Was habe ich mir? Mach doch mal ein Schälchen. Ach. Oder? Nee, Schokolade war halt nicht im Angebot. Ich nehme halt meistens was im Angebot, wo an Schokolade war nicht im Angebot. Du musst zum Strand runter, ne? Ja. Der Quallentanz. Weißt du, das ist doch rechtzeitig. Na, jetzt haben wir nämlich gar keine Zeit mehr. Oh, Handtücher. Ihr könnt ja wieder für euren Stream da quatschen. Ich warte mal, ich komme auf jeden Fall beim Laden vorbei, um deine Herbstzeit abzuholen. Gehen wir wieder zusammen durch. Ich bin neben dir. Machst du gut. Die Frauen, ich die Männer oder ich die Frauen und du die Männer? Wir können es ja mal richtig machen, dann machst du die Frauen. Diese Kerzen sind romantisch, nicht? Ich erinnere mich daran, wie ich als junges Mädchen diese Quallen schon einmal gesehen habe. Oh, wie ich mich über ihre Ankunft gefreut habe. Aber das ist lange her. Ich bin nicht mehr so voller Energie wie früher. Wenn du mit dem redest, kann ich nicht, ne? Ich habe nicht mit ihm geredet, ich war. Ich kann mit dem nicht reden. Du musst von vorne, du solltest ihn halt auch vielleicht nicht von hinten ansprechen. Was? Warum schaust du mich so an? Denkst du, ich bin zu alt, um so etwas zu genießen? Was seid ihr denn? Rechts. Ich schleich mich einfach an, wenn die Quallen kommen. Ich will niemanden belästigen. Jetzt hab ich aber viel zu tun. Nun, der Sommer ist vorbei. Um ehrlich zu sein, ich werde keine einzige der lästigen Mücken vermissen. Am geilsten ist, dass er während der Zeit weggelatscht ist. Ja, schon. Bei mir noch nicht. Jetzt irgendwie ist es ziemlich kalt, weil der Herbst kurz bevorsteht. Ich sollte schon längst schlafen. Das fuck. Ich auch weiter, Entschuldigung. Hey, hast du das Kerzenboot gesehen? Ich habe es selbst gebaut. Die Mondlichtqualle, was für eine bemerkenswerte Spezies. Wir haben sehr viel Glück, dass sie auf ihrer langen Reise in den Süden hier Halt macht. Ich wage mich zu bezweifeln, dass er so spricht. Bin ich schon. Er sagt, redet übrigens noch weiter. Ich habe nochmal angesprochen. Da kam nichts. Sehr interessant. Ach so. Aber du kannst sie von hinten ansprechen, es darf bloß kein anderer die ansprechen. Übrigens. Ich habe sie eben vorher nicht angesprochen. Hey, ich zolle einen weiteren vergangenen Sommer meinen Respekt. Jawohl, Respekt für den Sommer. Lauf, lauf, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links, 2, 3, 4. Der Magier ist hier oben noch. Oh, 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 oh. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Wie hast du mich hier hinten gefunden? Ich dachte, das wäre ein gutes Versteck. Vielleicht hast du hellseherische Fähigkeiten. Ich beobachte die Lunalos, oder wie ihr sie nennt, Mondlichtquallen. Sie besitzen eine ungewöhnliche, potente, magische Aura für eine aquatische Lebensform. Du redest so ein bisschen wie ein merkwürdiger Schwitzer. Oder wie ein Besoffener. Vielleicht ist das ja ein Schweizer, ja. Der hat sich halt hier in dem Tal niedergelassen. Das war wirklich wie so ein Schweizer auf irgendwelchen komischen Opiaten. Ich weiß auch nicht. Sind Schweizer nicht immer auf Opiaten, so wie die reden? Keine Ahnung. Oder auf Toblerone. Sag das nichts davon, aber ich bin ein wenig enttäuscht, dass es heute kein Buffet gibt. Mondlichtquallen, ich frage mich, wie die schmecken. Ich würde es natürlich nicht versuchen. Der redet aber nicht weiter. Felix steht schon neben seiner Lieblingsdame. Ja. Abigail habe ich ja im Einzelspieler. Das Leben ist für eine Das Leben ist für eine Qualle so einfach. Sich einfach immer von den Wellen tragen lassen. Ja, Abigail habe ich ja schon oft gerissen im Singleplayer.
Ich will den seltenen grünen Wabbel sehen. Ich dachte, dort hätte sich etwas bewegt. Etwas Großes, etwas Dunkles. Wollt ihr nur Angst einjagen? Schmör. Ich frag mich, ob die giftig sind. Vielleicht sollte ich Sebastian doch nicht ins Wasser schubsen. Arschkeks. Ja, schon. Was die Freunde sind, ey. Solch eine seltene und aufregende Sache. Die rede nicht weiter. Nö, wir gehen alle irgendwie, die Mädels sind alle nur so total horchig schön. Ich bin eine Frau. So wie Frauen halt sind. Kannst du mal aufhören, mit der Haley zu reden, damit ich mit ihr reden kann? Felix? Ach so, man müsste bloß daneben stehen und schon kann keiner reden. Er dreht sich nämlich eigentlich. Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen. Ich vergesse sie jedes Mal. Ich kann nicht glauben, dass der Sommer vorbei ist. Mir kommt es so vor, als hätte er gerade erst begonnen. Geh mal weg. Okay. Das ist eine ganz schön große Menschenmasse für eine alte Anlegestelle wie diese. Ich bleibe hier lieber hier drüben in der Nähe des Strandes. Ja. Schisser. Ja. Die Quallen waren vor einem Jahr hier und nächstes werden sie wieder da sein. Die Natur ist beeindruckend. Ich hoffe, dieses Jahr gibt es Babys. Sorry, das habe ich nicht erwartet. Was? Guten Abend, Ben. Die Mondlichtquallen sind nah. Ich habe schon eine in der Ferne leuchten sehen. Sobald wir das Kerzenboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hallo. Dankeschön, Nubik, für den Host. Ich wurde gerade gehostet. Von wem? Von jemandem, den ich auf Twitch kenne und ab und zu mal reinschaue. Ich habe den Namen nicht verstanden. Ich habe mich gerade angesprochen. Nubik. Ach, Nubik. Ich habe Lumi verstanden. Dachte so, hä? Moment, seid ihr schon durch? Dort, ich habe etwas leuchten sehen. Oh, es ist weg. So, jetzt kann ich mit euch reden, ohne dass sie es hören. Haha! Warte. Okay, da geht's nochmal. Hier geht's noch weiter. Lass deinen Blick über diese endlose See schweifen. Tief unter der Wasseroberfläche existieren alle möglichen Lebensformen. Unheimlich, nicht? Ich habe heute Abend extra meine besonderen Schuhe angezogen. Keinem ist es aufgefallen. Achso, jetzt muss ich ja nochmal. Wenn wir weiter den Ozean verschmutzen, werden diese Quallen sicher aussterben. Es passiert sogar schon. Es ist ungeheuerlich, haben wir keinen Respekt mehr vor der Natur. Mehr sagt er nicht. Ich glaube, dann haben wir alle, oder? Ich glaube auch. Ja, ihr habt alle. Yay, was müssen wir jetzt machen? Den Bürgermeister ansprechen. Was denkst du, soll ich das Boot jetzt losschicken? Du hast gar nicht die Bürgermeisterstimme gemacht. Was denkst du? Soll ich das Boot jetzt losschicken? Du kannst das nicht so schön hochnehmen wie ich. Ich spreche ihn ja auch nicht so oft. Das nächste Mal mache ich es besser. Boot. Diese Schritte, das klingt wie, als wenn Donald auf dem Fußboden rumlatscht. Ja, so habe ich mir das auch gerade gedacht. Boot. Quallen! Oh, Quallen! Pinke Quallen. Die sind überhaupt nicht pink. Bei mir ist die ist ja wohl rosa, oder? Lila, wenn überhaupt. Okay, ist schwer zu erkennen durch den Blauschimmer vom Wasser, aber ich hätte gesagt, die ist eher rosa als lila. Das Lila kommt eher durchs Wasser. Sie ist rosa und durch den Blauschimmer wird sie lila. Hätte ich gedacht. Kommen da auch Babys? Nur noch nicht, noch sieht zumindest alles nach großen Quallen aus. Ja. Da sind Babys! Babyquallen. Dass ich meine Frau höre, die sich über Quallen freut. Ja, solange die mich nicht anfassen, ist so alles gut. Solange du nicht badest? Ja, eben. Also hübsch sehen sie doch aus, oder? Ja, vor allem. Die schon. Freundin euch gerade zugehört. Oh, guck, da ist eine ganz, ganz besondere Qualle da rechts unten.
Ach so, du meinst stimmt, die Türkisfarben, die bei dir direkt ist, vor den türkisen Haaren kommt die türkise Qualle. Ja, die sieht aus wie so eine Blume. Ja, das ist das Sternzauberdingens wahrscheinlich. Oder bin ich blind? Ist vielleicht ein Easter Egg, hat vielleicht noch gar niemand drauf geachtet. Ach Quatsch. Das glaube ich bei Stardew Valley nicht mehr, dass da irgendjemand mal nicht drauf geachtet hat auf irgendwas. Ich auch nicht. Das wird schon irgendwo ein YouTube-Video geben, genau zu dieser Qualle. Das Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite Unbekannte fort. Ach so. Warten auf andere Spiele. Jawohl. So. Null, ab geht's ins Bett. Auf in den Herbst. Ich war's nicht. Hat immer nichts zu tun. Der geht nicht weg. Du musst da irgendwas drauf x'en. Nee, du musst einfach in die Hand nehmen. Ich kann ihn nicht in die Hand nehmen. Ich kann ihn nicht mehr mit meiner Spitzhacke wegmachen. Dann komm zu mir, ich hab noch eine Seite frei. Jetzt hab ich ihn. Aber ich hab kein... Platz mehr im Inventar. Alter. Der Witz wird langsam alt. Der Witz wird so alt. Kampfstufe 6. Super schön. Gehst du Felix verprügeln oder was? Lumi, als ich vor uns in mein Haus reingegangen bin, ja, um zu schlafen, stand erstmal Skelett vor der Tür. Ja, das habe ich vorhin auch schon erwischt, weil Lumi mir Sachen vor das Haus gestellt hat. Von daher finde ich das nicht fair.